Am kommenden Sonntag nämlich ist es soweit. Dann wird es nämlich ernst, was nämlich die ersten Wahlen nämlich angeht. Dann wird es nämlich nicht so gesehen ein Zeugnis geben, aber auch schon auch nicht einen Trend, wie es nämlich ausschauen wird bei der Bundestagswahl am 26. September, was ja dieses Jahr insgesamt mit drei anderen Wahlen ja noch stattfinden wird. Wenn ich mich sogar in Erinnerung habe, sogar auch noch vier, aber können ja immer mehr Wahlen werden in diesem Jahr. Superwahljahr ist und den Anfang machen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die ich ja vorhin in den Corona-Zahlen erwähnt habe. Und letzte Woche gab es um diese Zeit ein TV-Duell in Rheinland-Pfalz zwischen Malu Dreyer, der amtierenden Ministerpräsidentin der SPD, so auch die Spitzenkandidatin, und Christian Baldauf, nämlich der Spitzenkandidat der CDU. So sieht es nämlich aus. Letzte Woche ebenfalls auch in Baden-Württemberg das Ganze. Da mit Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsidenten der Grünen, und mit Susanne Eisenmann, die ja nicht nur die Spitzenkandidatin der CDU ist, sondern auch sogar, und das ist das Besondere dabei, auch noch ein Amt innehat. Und zwar nämlich ist sie ja mit ihrer CDU in einer Koalition mit den Grünen und ist dort Kultusministerin, sprich für die Bildung zuständig. Ja, und nun hat sich der SWR, der Südwestrundfunk, sich mal einfach mal erlaubt, kommt nicht nur das TV-Duell mit den beiden Spitzenkandidaten, sprich den großen Parteien, sprich Grüne CDU bzw. SPD und CDU in Rheinland-Pfalz, sondern mit allen, die im Moment auch im Parlament vertreten sind. Ja, mit denen, die im Parlament vertreten sind. Den Anfang werden wir heute hier natürlich, das wird jetzt auch etwas länger, weswegen das jetzt ein insgesamter Themenblock jetzt quasi ist mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Also das heißt, danach mit den Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist Schluss mit Politik. Für heute zumindest. Und wir blicken natürlich da drauf, selbstverständlich, denn einerseits gab es ja jetzt auch die Elefantenrunde, auf die wir natürlich zurückblicken. Und einerseits waren es natürlich auch 90 Minuten im Südwestrundfunk in Baden-Württemberg zumindest, wo es natürlich dann auch richtig abging zwischen natürlich Winfried Kretschmann, auch Susanne Eisenmann, die sich ja eine Woche davor ja auch noch getroffen haben, aber auch mit den anderen Kandidaten, wie zum Beispiel Sarah Mirow von den Linken, Christian Stoch von der SPD, Hans-Ulrich Rülke von der FDP und Bernd Göggel von der AfD, die waren unter anderem auch jetzt nun mit dabei. Und Corona hat direkt zu Beginn in dieser Debatte oder sagen wir mal in dieser Debatte natürlich eine Rolle gespielt. Da hat sogar der Spitzenkandidat der Alternativen für Deutschland, Göggel, im Gegensatz zu vielen anderen in seiner Partei natürlich sogar befunden, dass man mit Corona leben werden müssen. Ja, wenn andere natürlich dann eher was anderes sagen, wie von wegen Corona ist vorbei oder Corona gibt es nicht, das ist alles nur eine Corona-Diktatur und so weiter. Also die Partei ist ja selbst geradewegs dabei, sich im Innern zu zerfleischen. Ansonsten natürlich klar, Schuldzuweisungen, Aufwärmen erstmal für die anderen Themen und so weiter und so fort. Und natürlich auch mit der Behauptung, man hätte immer früher reagieren müssen. Ja, hitziger wurde es aber dann eher bei einem anderen Thema, und zwar nämlich ging es um die Zukunft, genauer gesagt um die Kinder, ganz genauer gesagt um die Schule, um die Schulpolitik in Baden-Württemberg. Hier bekam nämlich die Kultusministerin und Spitzenkandidatin der CDU, Eisenmann nämlich, so Frau Susanne Eisenmann, von ihrem Vorgänger unter anderem Andreas Stoch, als ja die Grünen vor 10 Jahren angefangen haben, mit der SPD zu regieren, nämlich geradewegs ganz schlechte Schulnoten, also Sätzen 6 könnte man sagen. Die verteidigte sich dann entsprechend und sagte, es gebe in ganz Deutschland Nachholbedarf, das muss man offen einräumen. Ja, natürlich klar, muss man auch so sehen, Homeschooling und auch der Wechselunterricht, der läuft nicht überall in Deutschland. Das wissen wir, das sehen wir in nicht nur Baden-Württemberg, sondern in 15 anderen Bundesländern in Deutschland. Sie wiederholte auch immer wieder ihre Aussage aus dem Spitzenduell, also mit dem TV-Duell von letzter Woche, wo nur Winfried Kretschmann da war, und sagte, ersetze Buch durch Laptop, das ist keine Pädagogik. Ja, also sie meinte dazu natürlich, ja, es bringt halt nichts, dem Kind jetzt anstatt ein Buch ein Laptop dahin zu setzen. Das könnte man damit behaupten. Stoch, der SPD-Kandidat, ließ aber nicht locker, warf sogar der Kultusministerin Konzeptlosigkeit vor und ein Politikversagen ersten Ranges. Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende im baden-württembergischen Landtag und auch der Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke, der wollte keine wesentlichen besseren Benotungen entdecken, also sprich wohl nicht ja, eine 5 oder eine 6 wahrscheinlich, im schlimmsten Falle wohl eine 6, und bezeichnete die Regierungskoalition aus Grün-Schwarz, sprich Grüne und CDU, als Wundertüte.
Auch interessant. Kretschmann selbst, man muss es auch nochmal genauer betonen, Winfried Kretschmann, wie ich ja auch gehört habe, wird er von Einzelnen auf Twittern, die ich folge, der Joe Biden aus, oder wie war das? Der Joe Biden von Baden-Württemberg genannt. Ja, der Joe Biden aus Stuttgart, so wird er nämlich genannt. Der hat ein vergiftetes Lob mitzugeben, geradewegs an seine, ja, Kollegen quasi, Ministeriumskollegen, und er selbst habe als Lehrer selten eine 6 verteilt. Ein bisschen was kann jeder, so sagte er das. Also wenn man das früher in der Schule gehört hat, gegenüber sich selbst, das ist schon bitter. Die Fraktionsvorsitzende der Linken im baden-württembergischen Landtag, Sarah Miro, forderte zusätzlich auch zur Lehrmittelfreiheit auch einen kostenfreien Schulweg. Also sprich auch, dass natürlich die Schüler kostenlos zur Schule fahren können, also von A nach B, von zu Hause zur Schule fahren können. Außerdem sollten Lehrkräfte im Sommer nicht entlassen werden. Darin sei Baden-Württemberg, so heißt es von ihr, Spitzenreiter. Der AfD-Kandidat Göggel aber greifte dann, nicht rief, sondern greifte dann den SPD-Kandidaten an, als Kultusminister selbst Lehrerstellen abgebaut zu haben, was Stoch dann selbst zurückwies. Und es sei schon vorher, so sagte er, die CDU gewesen, die hier mit Dreck geworfen habe, sagte er. Ging schon ziemlich ab. Eisenmann dann ging sie schließlich auch dann zum Gegenangriff über. Mit Dreck werfe gar niemand, sagte sie, aber wer mit Noten um sich werfe, müsse schauen, was er selbst geleistet habe, so quasi auch. Also selbst an die Nase gefasst, würde man sagen. Im Bereich Energie, Umwelt- und Verkehrspolitik taten sich ja auch sehr große Unterschiede auf. Grüne Wähler, schwarze Dächer, davon träume ich, sagte Kretschmann. Selbst mit den Dächern meinte er natürlich die sogenannten Photovoltaikanlagen, zu denen man ja Menschen aber in den Augen vom FDP-Mann, nämlich Rülke, nicht zwingen dürfe, denn Winfried Kretschmann möchte, dass auf jedem Haus eine Photovoltaikanlage nämlich kommt. Auch Bernd Göggel sprach sich für die Freiwilligkeit aus, weil Photovoltaik das Bauen verteuern würde. Ministerin Eisenmann verwahrte sich gegen den Vorwurf, die CDU sei ein Bremsklotz bei erneuerbaren Energien, was der Partei ja öfters mal, und das nicht nur in Baden-Württemberg, auch vorgeworfen wird. Ja, auch ein klimaneutrales Baden-Württemberg, so sagte auch das linken Chefin Miro unter anderem, sei bis 2030 möglich, aber es reiche dabei nicht, so sagte sie, auch CO2 zu kompensieren. Stoch von der SPD dann gab zu bedenken, dass die soziale Dimension des Wandels zu betrachten sei. Deshalb fordere ja seine Partei, die SPD, ein Ticket in Höhe von 365 Euro pro Jahr für den öffentlichen Nahverkehr. Also das kostenlose Nahverkehr für ein Jahr. Sprich, man würde theoretisch 1 Euro pro Tag bezahlen. Miro forderte sogar einen komplett kostenlosen Nahverkehr, wo also niemand was zahlen müsste. Beim Thema Auto wurde dann Rülke dann noch einmal angriffslustig, der FDP-Politiker, der ja vor allem auf synthetische Kraftstoffe und auf Wasserstoff ja setzt. Das Auto dürfe man den Menschen nicht verbieten, sagte er. Will man ja auch entsprechend nicht. Auch der AfD-Spitzenkandidat sprach sich im Namen seiner Partei ja sogar für den Diesel aus, also quasi Energiepolitik, Klimawandel hin und her, kennen wir nicht, kennen wir nicht, kennen wir nicht, so nach dem Motto. Anderen warf er entsprechend einfach nur stumpf Ökosozialismus vor, was er sogar später auf die FDP bezog und Rülke, ja, einfach mal ein bisschen lustig darüber gelacht hatte wahrscheinlich. Auch die CDU-Spitzenkandidatin und Kultusministerin Susanne Eisenmann sprach sich für die Vielfalt der Antriebe aus. Kretschmann setzt natürlich auf E-Fahrzeuge, sprich sprich batteriebetrieben. Und der Grünen-Spitzenkandidat wiederum nahm auch die angemahnte Technologieoffenheit für sich in Anspruch. Der SPD-Kandidat Stoch dann wies auf die Arbeitsplätze hin und Miro forderte, also die Linken-Kandidatin, forderte als einzige ein Ende des Verbrennungsmotors, und wir seien nämlich schließlich im Klimawandel, so sagte sie das. Ja, kommen wir dann zu den, kommen jetzt nicht direkt zu Rheinland-Pfalz nämlich, sondern blicken jetzt. Man sieht's, es ist eine aufgeheizte Diskussion gewesen. Natürlich, klar, beim Thema Auto. Wir wissen ja, ne, da kommt ja Daimler her, Mercedes-Benz und natürlich auch Porsche. Und wir blicken aber jetzt, und das ist das Interessante dabei, weil in den letzten Tagen natürlich auch neue Umfragen rausgekommen sind. Und zwar nämlich 2 Stück. Einmal von der INSA und einmal von der Forschungsgruppe Wahlen. Ich schalte mal kurz auf meinen Monitor. Hier habe ich nämlich die Umfragen nochmal vor mir liegen. Das, was ihr jetzt als erstes eingeblendet seht, ist natürlich im Auftrag von der Bild vom Institut INSA nämlich gemacht worden.
haben, das ist die Umfrage von heute. Ganz frisch und ganz interessant unter anderem. So steht nämlich die, stehen die Grünen aktuell, wenn jetzt heute Landtagswahl wäre, bei 32%, die CDU bei 23%, die AfD bei 13%, FDP und SPD gleich auf bei 11%, die Linke bei 4% und die sonstigen Parteien würden nur auf 6% kommen. Hallo Pia, einen wunderschönen guten Abend. Ja, und dann kommen wir noch zu der Umfrage von der Forschungsgruppe Wahl nämlich. Die kam gestern natürlich noch raus. Das ist auch ziemlich interessant. Da wurde auch direkt natürlich den Fragestellern am Telefon gestellt. Wie schaut's denn aus, wenn heute Landtagswahl wäre? Wen wählen Sie dann da? Und da sehen wir es deutlich. Die Grünen weit vorne mit 34%, die CDU bei 24%, SPD bzw. FDP und AfD bei 11%, SPD bei 10% und die Linke nur bei 3%. Die sonstigen Parteien würden auf 7% kommen. Und man sieht da auch schon den deutlichen Unterschied bei zwischen der Umfrageinstitute, also sprich bei INSA 2% weniger für die Grünen als bei der Forschungsgruppe Wahlen, 1% weniger und mehr beziehungsweise weniger eher gesagt bei der CDU im Vergleich und bei der AfD ist es sogar eine Schwankung von 2%, aber man sieht es halt, FDP bleibt konstant gleich. Und wie gesagt, es ist halt auch eine Momentaufnahme, die wir hier natürlich auch haben. Und am Sonntag natürlich ist das alles auch noch, sagen wir mal, eine ziemlich andere Situation. Vor allem auch, wie es sich dann auch abläuft, wie viele noch jetzt wählen gehen, falls sie noch nicht Briefwahl gemacht haben. Weil geradewegs, dass die CDU nur bei 23-24% halt rumtaumelt, kann man natürlich auch dem sogenannten Maskenskandal nämlich angehen. Also sprich, den Korruptionsskandal rund um mögliche Corona-Masken bei inzwischen jetzt oder beziehungsweise bei Korruptionsskandal zwischen 3 CDU-CSU-Abgeordneten im Bundestag. Also das könnte wahrscheinlich auch noch das Ergebnis etwas ändern. Aber es gibt, wie gesagt, ja halt auch viele haben Bedenken bei der Pandemie, natürlich wählen zu gehen. Es ist eine andere Situation als natürlich bei der ganzen Situation, was auch angeht, unter anderem vor Ort beziehungsweise Briefwahl, sieht ganz anders auch. Auch River und Wuppi, seid gegrüßt. Herzlich willkommen. Ja, und natürlich, wie gesagt, Baden-Württemberg ist nicht das einzige Bundesland, was am Sonntag wählt. Es ist ein Superwahljahr, also gibt's noch ein Bundesland, was wählt. Und zwar nämlich Rheinland-Pfalz. Und Rheinland-Pfalz hat natürlich auch ein TV-Duell vom SWR natürlich hinter sich gehabt. Und es gab natürlich heute vor einer Woche dieses TV-Duell zwischen Malu Dreyer und Christian Wald auf. Und dann kamen natürlich auch AfD, FDP und die Grünen dazu, so natürlich auch die Linken, könnte man sagen. Und nun sind es 7 Spitzenkandidaten natürlich gewesen, die in der alten Lokhalle in Mainz, da fand nämlich das Ganze statt, mit Corona begonnen haben. Da ist es nämlich auch ziemlich groß geworden. Direkt ging es natürlich dann beim Thema Corona los. Der Angriff von dem AfD-Spitzenkandidaten Michael Frisch nämlich, der warf nämlich der Regierung von SPD, Grüne und FDP nämlich vor, sie hätte alte und pflegebedürftige Menschen nicht genug geschützt und verweist nun auf viele Todesfälle in Altenheimen, die natürlich durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Und noch bevor dann Malu Dreyer, die ja dann auch weiterhin natürlich regieren möchte, mit ihrer SPD in Rheinland-Pfalz, grätschte dann Christian Wald auf rein, der Oppositionsführer und Spitzenkandidat der CDU. Er verbittete sich, Politiker für Todesfälle verantwortlich zu machen. Selbstverständlich, die AfD versucht ja so oder so das Ganze auch irgendwie auszunutzen. Klar, es versuchen auch noch viele andere Parteien, wenn man natürlich auch aufs europäische Spektrum mal kurz guckt. Deswegen jetzt nicht sofort irgendwie wundern, dass es auf einmal ist, ja, die AfD, immer die AfD, immer schön drauf auf die AfD. Es sind auch andere Parteien, die so etwas nehmen, ist egal, ob vom rechten oder vom linken Spektrum. Es ist immer so. Ja, bald auch verbittete sich das, dass man Politiker dafür verantwortlich macht, dass es Todesfälle gibt. Niemand habe für das Regierungshandeln in der jetzigen Situation eine Blaupause, was auch entsprechend stimmt. Aber immer wieder kommt dann auch, und das war auch in dem TV-Duell oder beziehungsweise in dieser Elefantenrunde, weil es ja mehrere Parteien waren, zu sehen, dass man immer wieder auf das Thema Inzidenzen, also sprich diese 7-Tages-Inzidenz, dieser Wert für 100.000 Einwohner und so weiter, ne, und natürlich den Weg
aus dem Lockdown, wie das Ganze natürlich funktionieren sollte. So war nämlich auch der Spitzenkandidat der Freien Wähler mit dabei, Joachim Streit, nämlich die ja durch die Umfragen ja Chancen haben, zum ersten Mal im Rheinland-Pfälzischen Landtag zu sitzen. Er sagte, er hätte bestimmte Bereiche nie geschlossen. Und er sagte dazu, warum darf ich im Pfälzerwald spazieren gehen, nicht aber in einem Tierpark? Und die anderen Gruppen seien natürlich geimpft, heißt es selbstverständlich. Schmeißt die alten Regeln über Bord und haltet euch nicht mehr an die Inzidenzwerte, forderte er. Also quasi auch, dass man da einfach sagen kann, gut, scheiß auf die Inzidenzwerte, da sind die entsprechenden Risikogruppen geimpft. In diese ähnlichen Richtung hat sich auch der CDU-Spitzenkandidat Baldauf nämlich geäußert. Er forderte, dass jeder, der einen negativen Corona-Test vorweisen kann, in ein Fitnessstudio wieder gehen kann oder wieder zu seinem Sportverein gehen kann oder halt wieder singen kann im Chor oder halt auch wieder die Außengastronomie nutzen darf. Auch Frisch will nicht, dass die Inzidenzwerte weiterhin natürlich die Corona-Maßnahmen bestimmen, denn er befürchtet auch, dass die Werte in den kommenden Wochen wieder steigen werden, denn, so sagte er, wer testet, der findet. Also quasi nach dem Motto, wie man das ja natürlich von anderen Regierungschefs, wenn man es mal international sich anschaut, zum Beispiel kennt, ne, eher weniger testen, damit die Inzidenzen niedrig bleiben und auch die Infektionswerte. Aber das ist kompletter Mumpitz. Die Ministerpräsidentin und SPD-Kandidatin Dreyer verweist natürlich auch auf die Maßnahmen, die ja beim Bund-Länder-Gipfel jetzt vor einer Woche natürlich besprochen wurden. Aber auch auf die Öffnung der Außengastronomie habe sie sich eingesetzt, sagte sie. Diese sollen ja jetzt dann natürlich in 10 Tagen, also in mehr als einer Woche, jetzt dann am 22. März nämlich besprochen werden. Sie verspricht sich bei der nächsten Videoschalte, wie gesagt, mit Bundeskanzlerin Merkel für eine Perspektive, unter anderem für die Hoteliere sich einzusetzen. Denn die Gastronomen und die Hoteliers hätten ja jetzt schon gezeigt, dass sie auch unter Bedingungen einer Pandemie öffnen können. Nun stellt sich dann halt jeder dann die Frage, warum sind die dann zu? Ne? Das ist halt auch immer wieder die Frage, die sich wahrscheinlich unsere Politiker nicht immer wieder beantworten oder sagen wir mal nicht stellen wollen und dann dazu irgendwie gar nichts sagen können und sagen, ja, da gibt es dann auch irgendwie was, um sich dann auf irgendwelche Möglichkeiten herauszusetzen. Die Spitzenkandidatin der FDP, die ja auch Teil der Regierung ja ist in Rheinland-Pfalz, Daniela Schmidt, nämlich die Spitzenkandidatin, stellte sich klar auf die Seite von Unternehmen. Was anderes hätte man von der FDP anscheinend wohl nicht erwartet, würde jetzt jeder irgendwie behaupten. Und da sagte sie halt auch, beziehungsweise meinte sie auch, dass die Betriebe im letzten Jahr ja natürlich mit klugen Hygienekonzepten nicht der Treiber der Pandemie gewesen seien. Klar ist natürlich auch, es gibt ja sehr viele, die wirklich viel investiert haben. In Luftfilteranlagen natürlich auch, um so zu machen, dass man Abstände halten kann und so. Und trotzdem musste man schließen, was natürlich für viele auch verständlich ist, dass man die Wut darauf hat. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Anne Spiegel, kritisierte, auf Bundesebene habe man den ersten Schritt vor dem zweiten getan und man brauche nun, so sagte sie, eine Teststrategie wie in Rheinland-Pfalz auf Bundesebene. Und die Spitzenkandidatin der Linken, Melanie Berry-Sims, oder Sims könnte man auch sagen, fordert, dass nun schnell geimpft werden sollte. Was man ja auch natürlich weiß, ist es ja im Moment nicht möglich, bis die Hausärzte impfen können, ist es ja schon längst Ostern gewesen. Aber es gab natürlich auch immer wieder andere Themen natürlich, die auch in Rheinland-Pfalz besprochen wurden, zum Beispiel halt auch kommunale Finanzen, aber auch das Lobbyregister, wenn wir schon bei dieser Maskenaffäre natürlich sind und natürlich auch die Beförderungspraxis in grünen Ministerien. Alle aus der Runde haben natürlich engagiert diskutiert, um ihren Punkt natürlich anzubringen, aber auch wie in Baden-Württemberg war das Thema Bildung in Rheinland-Pfalz ein großes Thema. Da hat man aber dann auch merken können, dass die AfD und die Linke komplett andere Themen haben. Dazu kommen wir aber gleich. Dennoch wollte sich nämlich als zum Beispiel der AfD-Kandidat, da gab es nämlich, ich weiß nicht, ob man es ein Eklat nennen kann, man das so sagen kann, aber der AfD-Kandidat Frisch hat dann sich zu einem Mitarbeiter mit Neonazi-Vergangenheit in seiner Fraktion äußern solle, ging dann die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz in den Angriffsmodus über und sagte dann, sie repräsentieren eine Partei, die in weiten Teilen rechtsextremistisch ist und sie tun so, als hätten sie damit nichts zu tun.
was die AfD sage, sei rassistisch, diskriminierend und ausgrenzend, das sei unerträglich. So sagte sie das und ging natürlich dann auch wirklich in den Angriff über. Diese hitzige Diskussion blieb natürlich dann auch weiterhin, auch beim Thema Klimaschutz und auch beim Thema Bildung. So gab es beim Thema Ausstattung der Schulen nämlich, also sprich Laptops und Internet, warf Christian Wald auf der Landesregierung nämlich Versäumnisse in der Vergangenheit vor. Die Schulen seien beispielsweise noch immer nicht flächendeckend mit Internet, vor allem mit WLAN, nicht ausgestattet. Da muss ich Sie mal dran erinnern, Herr Baldauf, da hat auch Ihre Partei damit was zu tun gehabt, vor allem, ja egal. Und es gäbe, wie gesagt, keine funktionierende, stabile Lernplattform, kritisierte ebenfalls Baldauf. Die Grünen forderten ja in puncto Digitalisierung, dass es künftig eine IT-Kraft an jeder Schule geben soll, die sich um diese Aufgabe kümmern soll und damit dann nicht die Lehrer irgendwie am Laptop verzweifeln und sagen, wie mache ich das jetzt und so weiter und so fort. Und wie ich ja schon erwähnt habe, beim Thema Schulen haben AfD und Linke ganz andere Themen. Die AfD will nämlich ein dreigliedriges Schulsystem mit einer Handwerks- und Gewerbeschule. Dafür spricht sich aber die Linke, die Spitzenkandidatin auch, Barry Sims nämlich, ja, wie ich es gerade auch im Chat gelesen habe, ist ein Sim in der Politik, Gaming bildet also, badums, ne? Guter Witz, füllt aber nicht die Sendung. Da sagte sie natürlich halt, dass die Linke eine Einheitsschule will. Die Spitzenkandidatin der Liberalen, Schmidt, bezeichnete die Bildung als den Schlüssel für jeden Weg in die Zukunft. Dass man das natürlich immer wieder gerne sagt, um auch zu wissen, ja, die Bildung ist wichtig für die Zukunft, ist schon mal ein Erfolg. Aber man muss natürlich auch bedenken, man sollte auch mal was anpacken, damit es auch funktioniert. Aber das mal nur so eben mal gesagt. Ein Meister muss so viel wert sein wie ein Meister, da soll es natürlich dann auch, da meinte natürlich auch die Kandidatin der FDP, dass denn auch klar sein sollte, dass eine akademische Ausbildung nicht über dem beruflichen stehen sollte. Und wie das Ganze dann natürlich da auch ausschaut, das wird man entsprechend auch sehen, was dann noch in der nächsten oder in den nächsten Stunden noch passieren wird in Rheinland-Pfalz. Denn da habe ich, wie auch in Baden-Württemberg, ach wie gut ich auch immer vorbereitet bin, aktuelle Umfragen rausgesucht, natürlich eine frische von der Insa, die am Auftrag der Bild nämlich gegeben wurde. So schaut es nämlich folgendermaßen aus, dass hier die SPD führt mit 32%, gefolgt von der CDU mit 29%, Grüne und AfD gleich auf bei 10%, die FDP bei 7%, die Linke bei 3% und die Freien Wähler bei 4%, also ein knapper kein knapper Einzug in den Landtag. Hingegen bei der Forschungsgruppe Wahlen vom ZDF, was ja Stand gestern natürlich gewesen ist, da wurde ja ebenfalls dasselbe gefragt, wie es nämlich auch ausschaut, SPD 33%, CDU 29%, Grüne 10%, AfD 9%, die FDP wäre sogar bei 6,5%, die Freien Wähler bei 5%, somit im Landtag drinne, und die Linke bei 3%. Also das ist unter anderem dann auch der Stand der Dinge, was so die aktuelle Umfrage dort nämlich auch ausmacht und was es dann auch noch natürlich für den Landtag in Rheinland-Pfalz bedeuten würde, würden die Freien Wähler dazukommen, denn einerseits wäre möglich eine große Koalition unter der Führung der SPD mit der CDU oder eine Fortsetzung von Rot, Gelb, Grün, nur in der Reihenfolge mit der Mehrheit Rot, Grün, Gelb. So wäre das nämlich. Und die Freien Wähler werden, wie gesagt, zum ersten Mal im Landtag entsprechend vertreten. Und dann kommt diese Aussage von der Lehrerin, huch, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das Internet gelöscht und zack, müssen die Schüler, die junge Generation, alles wieder fixen. Naja, ja, das ist halt das Thema Schule und Bildung, ne, Homeschooling und alles. Ist ein ziemlich schwieriges Thema. Was auch ein schwieriges Thema sein könnte, ist nämlich die Wahlberichterstattung am kommenden Sonntag hier bei Dercho TV, weil dann geht es nämlich ab mit der Wahl in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Alphabetisch wäre es umgekehrt, nämlich Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ab Sonntag hier um 17 Uhr auf diesem Twitch-Kanal, twitch.tv/derchotv. Infos wird es dazu auch noch am Morgen, am Samstag geben, auf derchotv.de, beziehungsweise am Sonntag wird es noch bis 16:30 dann einen Wahlticker geben mit kurzen Infos. Also ich freue mich riesig drauf, wenn ihr dabei seid, und ich freue mich riesig drauf, dass es endlich wieder losgeht mit Wahlen in Deutschland.